Ja, manchmal gibt es sogar Situationen, wo ein Kunde einen Vertrag abschließt und sich der Coach dann fragt, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Komm, lass mal ein Onboarding buchen und dann macht man das einfach bei jedem Kunden individuell und da musst du jetzt raus. Wie du dich als Coach aus dem 1:1 Tagesgeschäft entkoppelst und deine Leistungserbringung für deine Kunden unabhängig von deiner eigenen Zeit machst. Ja, viele Coaches kennen das Problem. Sie haben einen gewissen Grad des Erfolges erreicht. Sie haben die ersten Schritte der Selbstständigkeit gemeistert, verdienen jetzt ihre ersten 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, stecken aber voll im 1:1 Coaching Hamsterrad fest. Sie arbeiten 8 bis 16 Stunden teilweise am Tag, um ihre Kunden an der Front erfolgreich zu machen, hängen in Zoom-Meetings fest und haben kaum noch Zeit, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Und genau in diesem Video möchten wir uns jetzt einmal anschauen, was sind die notwendigen Schritte, die du als Coach ergreifen musst, um dich wieder frei zu kämpfen und mehr Zeit für dein Herzensbusiness zu haben. Das Erste, worüber du dir Gedanken machen musst, ist, wie du deine Expertise unabhängig von dir machen kannst. Viele Coaches sind riesige Allrounder, die sich in sämtlichen Themenbereichen auskennen, Fachexpertise aus den verschiedensten Bereichen haben und teilweise auch intuitiv mit ihren Kunden zusammenarbeiten und so bestmögliche Resultate erzielen können. Genau das ist aber jetzt ein Problem in der Skalierung deines Angebotes und oft auch gar nicht das Beste, um deine Kunden nachhaltig erfolgreich zu machen, weil ihr Erfolg vollumfänglich von dir als Person abhängt. Wenn du aber ein wirklich gutes Coaching haben möchtest, dann ist es deine Pflicht, sicherzustellen, dass deine Kunden auch erfolgreich sind, wenn du mal krank bist oder im Urlaub bist oder einfach nicht die Zeit hast, jeden 1:1 zu coachen. Das heißt, was ich jedem Kunden auch bei uns empfehle, ist, mach dir doch mal Gedanken, wie lässt sich deine Expertise in kleine Teilthemen gliedern. Denn es ist viel einfacher, als einen Coach zu suchen, der jetzt dich 1:1 ersetzen kann. Den gibt es in der Regel nicht, ja, weil niemand hat die Erfahrungswerte und die Expertise, die du gesammelt hast die letzten Jahre. Was aber funktioniert, ist es zum Beispiel, deine Expertise auf 10 kleine Teilbereiche zu gliedern. Genauso haben wir das beispielsweise auch gemacht. Also wir haben damals am Anfang auch reine 1:1-Beratung im Bereich Social Media und der Kundengewinnung gemacht und uns dann die Frage gestellt, was coachen wir denn eigentlich? Was sind die Inhalte, die jeder Kunde braucht? Und so haben sich bei uns ziemlich genau 30 kleinteilige Bausteine ergeben und Themen ergeben, für jedes einzelne wir dann einen echten Experten und Coach gesucht haben für unsere Academy. Und das führt auch direkt zum nächsten Punkt. Du musst langsam in das Stadium einer Academy, eines Gruppencoachings, auch wenn der Name natürlich immer nicht der schönste ist, dich hineinentwickeln. Und Gruppencoaching ist tatsächlich auch der falsche Begriff, denn es ist immer wichtig, wenn du dein Angebot weiterentwickelst. Du willst nicht der 0815-Coach sein, der einmal einen Online-Kurs abgefilmt hat mit 100 Stunden Videomaterial, den die Kunden sich jetzt selber in die Birne prügeln müssen und wo am Ende nur 5% erfolgreich werden, sondern du willst einer der wenigen Coaches sein, die trotz ihrer Skalierung immer noch individuell bleiben und es schaffen, ihre Kunden individuell abzuholen, trotz dessen, dass sie sich weiterentwickeln. Und deswegen brauchst du eine Academy, die ihren Namen wirklich wert ist und in der du eine große Anzahl an Live-Calls auch hast. Ja, wenn du in so ein Gruppencoaching Thema reingerätst, also wenn du dich weiterentwickelst, dann gerätst du auch viel leichter in die Vergleichbarkeit. Dich als einzelnen Menschen, dich kannst du immer gut verkaufen, weil der Kunde jetzt weiß, ich arbeite 1:1 mit dir als Person zusammen. Sobald ich aber in der Academy übergehe und nicht mehr 1:1 mit jedem Menschen zusammenarbeite, kommst du extremst in die Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern. Wie machen das denn die meisten Anbieter am Coaching-Markt? Die haben einen riesen Kurs aufgebaut mit einem Q&A-Call die Woche, wenn es hochkommt, manchmal sogar nur einer im Monat. Und das musst du jetzt radikal anders machen. Also überleg dir, wie du eine Academy aufbauen kannst, die ihres Namens wirklich würdig ist. Wir nennen das Ganze bei uns sogar University, da wir 30 Live-Calls jede Woche für unsere Kunden haben, in der sie bis zu 3 bis 4 Stunden pro Call teilnehmen können. Also diese 30 Live-Calls sind nicht begrenzt auf eine Stunde, sondern gehen immer so lange, bis jede einzelne Frage beantwortet ist. Und so wird sichergestellt, dass jeder Kunde trotz des Academy-Programms, das wir haben, und der Skalierung individuell betreut wird und wie in einem 1:1-Coaching Ansprechpartner hat. Also das ist großer Punkt 2. Bau eine Academy auf mit vielen Live-Calls, um aus der Vergleichbarkeit der Coachings rauszukommen und deine Kunden wirklich richtig gut individuell auch betreuen zu können. Punkt Nummer 3 und Fehler Nummer 3, den man viel zu häufig sieht, sind schlechte Onboarding-Prozesse und schlecht automatisierte Prozesse im Fulfillment und im Kundensupport. Viele Coaches sind schon super gut aufgestellt, wenn es um den Vertrieb geht oder wenn es um Marketing geht, aber das Fulfillment wird dann eher spärlich behandelt. Ja, manchmal gibt es sogar Situationen, wo ein Kunde einen Vertrag abschließt
und sich der Coach dann fragt, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Komm, lass mal ein Onboarding buchen. Und dann macht man das einfach bei jedem Kunden individuell. Und da musst du jetzt raus. Du musst deine ganze Kundenbetreuung professionalisieren und auch automatisieren, standardisieren, dass der Onboarding-Prozess eines Kunden immer gleich abläuft, aber trotzdem individuell abläuft. Also was man zum Beispiel immer machen kann, die meisten Coaches arbeiten ja mit Austauschordnern, mit einem Schulungsportal. Also sagen wir, bei dir hat zum Beispiel jeder Kunde einen Google Drive-Ordner oder einen Memberspot-Zugang oder einen Slack-Zugang. All das kann komplett automatisiert erstellt werden, sodass sich nicht mal ein Kundensupport-Mitarbeiter darum kümmern muss und du quasi per Knopfdruck, wenn ein Neukunde bei dir abgeschlossen hat, all diese Dinge erstellt bekommst über Automatisierung, dass du Kundenordner angelegt bekommst, Zugänge werden erstellt und jetzt ein Mitarbeiter von dir im besten Fall, ein technischer Onboarder, den Kunden nur noch mal 15 Minuten individuell an die Hand nehmen braucht und ihm all die ganze Technik erklären muss, sodass du dich mit diesen ganzen Themen nicht mehr auseinandersetzen brauchst, den Kunde aber trotzdem einen individuellen Ansprechpartner hat. Zudem solltest du in diesem Prozess auch sicherstellen, dass die Individualität nicht verloren geht, denn man kann natürlich viel automatisieren. Am Ende ist Coaching aber ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft und es ist dennoch wichtig, dass dein Kunde einfach super gut abgeholt wird. Bei uns ist das beispielsweise so, wenn ein Kunde kauft, dann erstellen wir direkt eine WhatsApp-Gruppe mit all unseren Coaches und so gleich zum Start ihn auch nochmal richtig gut herzlich willkommen heißt und so ein individuelles Erlebnis für jeden Einzelnen sicherstellt, trotz der ganzen Automatisierung, die wir natürlich auch im Hintergrund laufen haben, wegen Kundenordnern und so weiter und so fort. Also Punkt Nummer 3, standardisiere, automatisiere deine Fulfillment-Prozesse, aber lass dabei die Individualität nicht verloren gehen. Ja, und Punkt Nummer 4, um dich jetzt letztendlich dann auch wirklich rausziehen zu können aus dem Tagesgeschäft und nicht mehr den ganzen Tag 1:1 Calls geben zu müssen, sondern das wirklich auch nur noch in großen VIP-Programmen beispielsweise anbieten zu können, sodass du dich voll auf deine Entwicklung deines Geschäfts fokussieren kannst oder vielleicht auch ein bisschen mehr Urlaub machen kannst. Ja, da musst du natürlich jetzt auch Leute mal anstellen. Also du brauchst Kundensupporter, du brauchst Menschen, die dich in der Begleitung deiner Kunden unterstützen, seien es jetzt Onboarder, seien es 1:1 Coaches, Leute, die Gruppencoachings bei dir in deiner Academy geben, seien es Leute, die Slack-Fragen beispielsweise und Chat-Fragen beantworten. Du brauchst Kundensupporter, die die gleiche Philosophie haben wie du. Denn du willst niemanden, der einfach standardisierten Skript runterrattert oder in einer Wissensdatenbank recherchiert, was er dem Kunden jetzt für eine Copy-Paste-Nachricht schicken kann, sondern ein Kundensupporter, der muss wirklich brennen für dein Business. Und so kannst du zum Beispiel auch darüber nachdenken, Kundensupporter zu incentivieren. Wir zahlen zum Beispiel jeden Kundensupporter 100 Euro dafür, wenn er einen Kunden richtig erfolgreich gemacht hat. Und so hat jeder Kundensupporter bei uns nochmal ein egoistisches Eigeninteresse, zusätzlich natürlich zu der moralischen Verpflichtung, die er hat, unsere Kunden wirklich erfolgreich zu machen. Also wenn du dich jetzt als Coach rausziehen möchtest aus dem 1:1 Tagesgeschäft und einen professionellen Partner an deiner Seite und im Rücken haben möchtest, der diesen Weg schon hunderte Male gegangen ist und selber so ziemlich das erfolgreichste Academy-Programm am deutschen Business-Coaching-Markt hat, denn es gibt offenkundig niemanden, der es seit über einem Jahr schafft, professionell 30 Live-Calls jede Woche für seine Kunden zu organisieren, zusätzlich 1:1 Customer Success Manager zu haben, zusätzlich komplett automatisierte Prozesse zu haben, einen Chatbot zu haben, der die Kunden automatisiert jeden Monat nochmal anschreibt, alle Daten im Hintergrund zu quantifizieren. Dort findest du niemanden. Deswegen melde dich sehr gerne bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen dir dabei, dich als Coach von deiner Leistungserbringung zu entkoppeln und dir mehr Freizeit für deine Herzensthemen zu beschaffen und schauen einfach mal in der Analyse über dein Geschäft drüber. Du kannst uns einfach transparent erzählen, wie das aktuell bei dir anläuft und du kriegst schon direkt im ersten Gespräch, wo wir uns 60 Minuten komplett for free die Zeit für dich nehmen, die ersten Impulse mit auf den Weg, um genau das auch umzusetzen. Ja, schreib mir sehr gerne jetzt einen Kommentar, ob das Ganze für dich hilfreich war und welche Dinge du schon bei dir im Kundensupport implementiert hast und ja, welche Schritte und Wege du jetzt einleiten wirst, um dich letztendlich auch im Kundensupport weiterzuentwickeln und dein Coaching-Business erfolgreich zu skalieren. Ja, lass auch gerne ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat und ich freue mich, dich beim nächsten Mal hier auf dem Kanal wiederzusehen.